Ich weiß, dass ich die Tür hier aufgemacht habe, aber ich glaube, die bringt mir nichts. Ich glaube, die bringt mir nicht wirklich einen Shortcut. Was halt super neat wäre, ist, wenn ich einfach hier den Weg hochlaufen könnte. Aber da oben ist das Tor zu. Ist das Lawrence? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ist der Lawrence? I don't know. Ist der nicht Vincent? Der erste Whisker? Oder hieß der Lawrence? I don't know. Oh, du hast was gedroppt. Hier war ich schon. Da will ich nicht hin. Frank Azir? Ach, treff ihn. Ja. Treff ihn doch einfach. Vielleicht nicht einfach hier runter und hier jetzt hochlaufen. Au. Hier ist so viel Chaos, Mann. Mobs, mit denen man nicht spielen möchte. Hier fucking Cthulhu mit Axt. Der ist nicht nett. Okay, das heißt, du bist noch über. Okay, du hast recht, da ist Lawrence. So, wie war das? Der macht das und dann macht er die Explosion mit der Hand, ne? Ja. Aua. Holy shit, Alter. Du machst Damage. Okay, guck mal. Wann kann ich dich denn attacken? Kamera dreht vollkommen durch, okay. Ja, bei dem Move kann ich dich nicht attacken. Okay. Ne, den habe ich noch nicht, weil das quasi der optionale Boss im DLC ist. Okay, da muss ich weg. Okay, ich verstehe nicht ganz, wann er seine Hand in den Boden rammt und... Okay, er schreit dabei immer. I see. Oh mein Gott, da ist der scheiß Pfeiler hier. Der Pfeiler hat mich fast getötet. Jetzt erstmal ein Feeling für den Boss kriegen. So ein bisschen Damage kann ich tanken, das ist nicht so tragisch. Okay, weg. Da so.
Okay, ich darf nicht zu häufig angreifen. Ich habe nicht genug Ausdauer dafür. Mein Gott, pups halt woanders hin, ohne Scheiß. Okay. Der ist definitiv einfacher als offen, of course. Der ist definitiv einfacher. So. Damit ist der DLC History. Wir haben alles im DLC. Das heißt, es bleiben noch zwei Bosse. German und Moon Presence. Also ich würde 10-mal eher Quelaag fighten als das Firabi. Quelaag ist way, way, way sexier. So. So, da ich den DLC jetzt durch habe, müsste das ja eigentlich ein Kinderspiel sein. Wo ist denn der? Ah, hier ist der Eingang. Welp. Ich mag die Boss-Arena total, hier mit den ganzen Blumen, die auch einen Namen haben, den ich total vergessen habe. Ist nicht schlimm. So. Hallo, German. Good Hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible Hunter's dream. So terrible war der gar nicht. Leben einreichen hab, fick dich. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. Episches Fuck. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, German joins the hunt. Let's go, German! Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung mehr von dem Fight. Tu was. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Okay, 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 okay. Bin so schlecht. Super Saiyajin! Fire.
Okay. Ich weiß, dass ich den nicht countern kann, weil in der Phase 2 nicht mehr parierbar ist, wenn ich mich richtig erinnere. Waffe gefährdet! Ja, das ja. Genau das, was ich gerade nicht lesen will. Ja, sorry, ich stehe nicht so auf Enter. So, was ich erstmal eben mache, ist das hier. Ich bin so schlecht. So, weil meine Waffe ist at risk und ich habe die Swords von Gurman, die ich gerade zumindest irgendwie loswerden möchte. Ich würde zumindest gerne meine Waffe reparieren. Und bitte sag mir, ich habe genug. Nee, garantiert nicht. 1129 brauche ich. Habe ich noch Kaltblut irgendwo rumliegen? Ja, ich habe noch ein bisschen. Das reicht so gerade. Repair. Bob, Bob. Okay, und jetzt können wir den Boss fighten. Das könnte durchaus sein, dass ich hier buttfuckt werde, weil ich den Fight überhaupt nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was der kann und was nicht. Absolut null. What the fuck is this? Nicht cool. Spin to win, spin to win, spin to win. Are you cold?
good hunter. Hat ja gar keine AP. Also ganz ehrlich, wenn man einmal Orphan of Kos tot hat, ist der Rest des Spiels gefühlt ein Cakewalk. Ich weiß nicht warum. Ich meine, Lawrence war okay. Sehe ich ein, wie Leute damit Probleme haben. Aber Gurman und... Also Gurman, ich fand Gurman sogar schwerer als die Moon Presence gerade. Das einzige Gemeine an der Moon Presence ist dieses, oh, ich setze dich auf 1 AP. Da, okay, dann halte ich mich halt. Best Ending. Ich meine, ein Ending fehlt mir noch für Platinum, aber ich werde Platinum in dem Spiel wahrscheinlich nie machen. Weil der Platinum erfordert endloses Rumgegrinden und da habe ich keinen Nerv zu. I don't know. Das ist halt weird. Das ist halt super weird. Ich meine, ich habe ja versucht, wirklich das ganze Spiel nur mit Stock zu spielen, aber ich bin bei Kos einfach in das Problem gelaufen, dass wenn du den wirklich nur diesen gewundenen Stock probierst, selbst voll aufgerüstet, du versuchst literally den Typen tot zu streicheln. Du machst keinen Schaden an denen. Und das ist... geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Wobei ich jetzt bei meinem zweiten Playthrough weniger Probleme hatte mit, ich habe keine Bloodwilds mehr, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ich habe mir diesmal wesentlich leichter getan mit Wegfindung. Weiß ich nicht, ich glaube, je öfter du das Game einfach durchspielst, desto mehr kann man es mögen. Also beim ersten Mal hat es mir so überhaupt nicht gefallen. Jetzt beim zweiten Mal war okay, es hat ein paar Sachen, die ganz cool sind. Auch wenn ich gegen Ende so das Gefühl hatte, so bläh. Ich finde den Anfang ein bisschen zäh. Und waren Speedruns gar nicht. Nicht von Bloodborne. Bloodborne hat keinen interessanten Run, der mich interessieren würde. Gibt genau einen Run, der mich im Moment Speedrun-technisch interessieren würde, und das wäre Doom. Allerdings habe ich nicht die Hardware, um den Doom-Speedrun zu machen. Welp. Das war pretty chill. Ein paar Mal an Kos gestorben, ja mein Gott, ist okay. Aber sonst, das sind so Bosse, die mir wirklich Ärger gemacht haben. Ludwig war super nervig. Bloodstaffed Beast habe ich eine ganze Weile gehangen. Ja, mein Gott, bei Maria habe ich einfach schon gemerkt, dass mein Schaden ein bisschen low ist. Ja, und dann halt bei Kos, aber sonst. Ganz nett. Es wundert mich, dass ich Mergos Nurs First Try gekillt habe. Das hat mich sehr hart gewundert. Weil da hatte ich in meinem ersten Playthrough extreme Probleme mit. Ich verstehe dieses creepy Kinderglocken-Whatever-Spiel nicht, ne? Es geht mir nicht rein. Was mache ich jetzt? Ich meine, Mega Man packe ich heute nicht mehr an. Mega Man ist heute ist Mega Man Tilt-Tag. Aber ich habe gerade mal 2,5 Stunden gestreamt. Gucken wir gleich
ich mal. Ich wüsste gern, ob nach dem Ende jetzt irgendwas, das neue Shanty spielen. Ich habe vor, alle Shantys zu spielen. Das Problem ist, ich habe, kannst ja vorhin gespielt. Ich habe die alle gehabt und dann hieß es irgendwann, ja, halt, Genie Hero, komm, habe ich gesagt, alles klar, dann spiele ich die alle irgendwann so am Stück nacheinander. Ich habe die auch schon alle installiert, aber eigentlich wollte ich sie erst Mega Man fertig machen. Aber Mega Man ist halt, wie gesagt, geht heute gar nicht. Half Genie Hero ist mega gut. Also ich habe mal ein gutes Stück von vom ersten gespielt. Bis, ich glaube, bis zum letzten Dungeon. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr weitergespielt. Ach ja, stimmt, da habe ich mein Save verloren, weil ich keine Steam Cloud aktiv hatte. Also ich habe definitiv vor, Shanty, also alle drei zu spielen. Also Risk is Revenge. Was war der zweite? Pirate Curse? Ich glaube, der zweite war Pirate Curse und der dritte ist halt Half Genie Hero. Ich habe mal in Half Genie Hero reingeguckt und das sieht halt super nett aus. Allerdings bin ich noch mit mir selbst am Diskutieren, ob ich vorher Mega Man durchziehe. Ne, keine Sequenz, gar nichts. Jetzt dachte ich wieder von Anfang an. Das ist auch was ich schade finde an Bloodborne. Du hast keine Möglichkeit umzuskillen. Und du kannst nicht quasi, wenn du den Endboss einmal, ich sag mal, gekillt hast, noch durch die Welt laufen und dir Sachen angucken. Ist halt schade. Ist halt sehr schade. Jetzt müsste wieder die Anfangssequenz kommen, ne? Ja, jetzt fängst du wieder von vorne an. Ja, ja, I do not worry. Ist okay. Ja. Alter, das sind viele Blood Echoes. Moment, kann ich quasi das hier machen? Oh, das ist literally stupid. Ja, das ist super stupid. Ah, ja, natürlich. Natürlich, das macht ja voll Sinn. Wir gehen mal eben in Dream und geben die Echos noch aus und dann mal gucken. Gucken, was ich dann spiele. Weiß ich noch nicht. Ich meine, der hier ist auf NG Plus wahrscheinlich auch keine Herausforderung. Oh nein, er braucht zwei Hits. Ich weiß nicht, NG Plus in Souls Games ist immer merkwürdig. Ist immer sehr, sehr merkwürdig. Weil, auf jeden Fall tun die Mobs weh. Das ist immer ein. Hallo? Ja, ja, du stirbst. Geh weg. Hab ich was? Das ist 040634. Und dies. Mir. Ja. Lampe an, Hunter Stream. Ich kann nicht upleveln. Nee. Kann ich hier Echos ausgeben? Nom nom nom. Okay. Ich kann nicht noch mehr kaufen? Oh, ich bin voll. warum hat Hard Genie Hero 1600 MB? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir leider nicht sagen. Damit ist Bloodborne abgeschlossen. Bup. Bup.